Alexander, hallo. Heute gibt es die HQ Symphony Pro 1.8 und zwar im Test für euch. Ganz wichtig, das ist eine meiner Lieblingsmatten, also die Serie 1.8 von dem Pro. Super geil, um da bei starken Winden rauszugehen. Total geil. Und die Symphony Pro 2.2 ist auch meine Lieblingsmatte, weil es ein klasse Allrounder ist. Die haben gute Leinen dran gemacht und sowas. Die Verarbeitung hier ist top. Ich weiß aber, viele Leute wollen sagen, hey, hier, ich will einfach nur ein bisschen rausgehen, ein bisschen fliegen. Dann greift einfach, je nachdem, was für ein Gewicht ihr habt, zur HQ Symphony Beach. Ja, 2.2, wenn ihr normal erwachsen seid, und so HQ Symphony Beach 1.8, wenn ihr so im Alter 10 bis 14 seid, ungefähr. Und wenn ihr so im Alter 8 ungefähr seid für eure Kids, oder ihr wollt was für eure Kids kaufen, greift zur HQ Symphony Beach 1.3. Das ist so die Abstufung. Plus, minus immer 2 Jahre, plus, minus immer ein bisschen 10 Kilo mehr oder weniger, das müsst ihr einfach wissen. Wenn ihr aber was sucht, wo ihr wirklich sagen könnt, hey, ich will ein bisschen bei geilen schlagen, die hat nicht so einen Zug, ganz klar, weil sie kleiner ist. Die wird aber super geil schnell, wenn ihr damit bei stärkeren Winden rausgeht. Hier hat HQ alles richtig gemacht. Und zwar haben sie dieser Matte nicht wie bei den günstigen Beach-Modellen. Ja, hier, genau, bei den Symphony Beach, bei den günstigen Symphony Beach Modellen, sondern hier haben sie gleich bei den Pro Modellen erstmal innen drin die Verarbeitung ist besser, zeige ich euch auch. Das macht die Matte ein kleines bisschen schwerer, ist aber kein Problem. Und hier ist auch ein leichteres Tuch benutzt worden, das macht sie einfach noch ein bisschen rasanter, weil sie leichter ist, ja. Und es ist auch gleich dann Dynema-Schnur benutzt worden, es war 100er, das lang dicke. Früher war es sogar so gewesen, da wurde von HQ für die 2.2 100er Leinen benutzt, also 100 kp, reicht aber nicht aus, weil bei der ersten Böe kann es halt passieren. Plupp. Hier 100er sollte wirklich ausreichen, also probiert es aus, ja, ohne sein, hey, ich bin bei Windstärke 6. Ja, aber so Windstärke 4 bis 5 soll problemlos ausreichen, problemlos für euch, auch mal eine Böe, dass da nichts passiert, das ist ganz wichtig. Wir schauen uns mal an, als nichts passiert, heißt aber, dass ihr keinen Leinenriss bekommt, weil Leinenrisse sind einfach halt einfach ungünstig bei dem ganzen Thema, das müsst ihr wissen. Hier, wir haben hier, Moment, ah, hier steht es drauf, ja genau, so, und zwar, wir haben hier 25 Meter, wunderbare Länge für die Größen 1,8 bis 2.5 ungefähr, passt einwandfrei, was so die Stabilität angeht, Geschwindigkeit, Kontrollierbarkeit und so weiter, ist eine gute Gesamtlänge. Und wir haben eine 100er Bruchlast, das lang dicke, um bei diesen auch bei Bögen, stürmischen Winden rauszugehen und sowas. Also wie gesagt, die werden schnell. Also, zeige ich auch gleich einfach rum. Ich packe sie gerade mal aus. So. Okay. Das ist sie, ja. Und zwar, ich muss sie anders zeigen. Und zwar, ja, das seht ihr hier neben, genau, hier neben an der Form, ja, in der Form, und zwar durch das, wo die hier, genau, die ist sehr gestreckt geschnitten. Die ist gestreckt geschnitten, bedeutet einfach, dass es sehr schnell wird, sobald sie in die Powerzone reinkommt und dann auch dann schon zugentwickelt. Die 1.8er sind nicht so zugstark, müsst ihr einfach wissen, aber gerade für Fortgeschrittene finde ich super cool, wenn ihr damit bei stärkeren Winden rausgeht. Was wir hier haben ist, wir haben eine ummantelte Waage. Ummantelt heißt einfach, dass hier nochmal zusätzlich noch eine Verstärkung hier eingebracht wird. Das bedeutet, ich muss ja mal gerade noch ein bisschen ausrichten, genau, dass hier nochmal zusätzlich die Verstärkung eingebracht wird, damit die nochmal robuster ist und ihr nochmal bei stärkeren Winden rausgeht. Hier auch die Enden sind vernäht, bedeutet auch nochmal viel robuster das Ganze, wirklich top. Die Verarbeitung hier einwandfrei, es ist ein leichtes Tuch benutzt worden, ein leichtes Tuch, und zwar haben wir hier ein Nylon-Tuch, macht die Matte genauso robust, ja, genauso stabil, flugstabil wie andere Tücher halt auch, aber das Ganze ist ein bisschen leichter. Müsst ihr natürlich auch passen, macht damit keine Bruchlandung und zieht es nicht über den, reißt nicht über den Boden, damit die Matte länger hält. Geiles Teil, wirklich, ihr seht da hier auch die Länge, genau, macht euch damit nicht verrückt. Wahrscheinlich wird es bei euch so enden, wie bei mir eigentlich auch, dass ihr einfach die 1.8er und euch die 2.2er holt, die 2.2er, um ein bisschen was draußen zu spüren. Und wenn ihr sagt, okay, halt, ich mach mal Gas geben auf gut Deutsch, dann nehmt ihr die 1.8er und fliegt einfach mal richtig schnell. Hier noch ein Tipp, aber nicht die Fortgeschrittenen werden es wissen, hier habe ich mich verpennt, genau. Macht hier einen Buchknoten, zwack, und zieht euch das Ganze halt hier neben, ups, und zieht euch das Ganze hier neben nochmal zusammen, und zwar hier, ja, genau, so, ein Buchknoten halt hier, zieht euch nochmal zusammen, dann könnt ihr nämlich hingehen, also alles reinschmeißen,
bisschen verdrehen, zusammenpacken und dann passiert nichts. Das ist alles Verarbeitung, einwandfrei, leichtes Zug benutzt, gute Line, 25 Meter, 100 kP, 100 Kilopond, Bruchlast, einwandfrei, eine gute Tasche, ja, passt hinten auf, ist innen drin auch gummiert, ist so ein kleines Detail, damit es sich von außen las. Und hier ist noch ein bisschen Netz, damit es mal auslüften kann, damit es halt hier nicht drin feucht wird. Und eine Anleitung, wunderbar. Das war der HQ Symphony Pro 1.8 Test für euch. Zusammenfassend als Fazit nochmal, coole Matte, einwandfreie Verarbeitung, wird schnell bei höheren Winden, aber HQ hat hier 100er KP Line, könnt ihr also problemlos auch bei höheren Winden rausgehen. Habt Spaß, ist eine coole Matte, super, könnt ihr auch als Speedkite benutzen, als günstigen Speedkite, um ein bisschen flott zu werden. Saugeiles Ding, macht wirklich viel Spaß. Aber wie gesagt, wenn ihr schwerer seid, ja, so 70 Kilo ungefähr, plus minus 10, ja, greift so bei einer 2.2. Es sei denn, ihr wollt wirklich was wirklich Schnelles haben, dann nehmt das Ding und geht bei Stärken mitten raus. Das ist alles. Ihr könnt mit den Dingern nichts falsch machen. Ja. Also, ob ihr die 1.8er Variante wählt, die 2.2er Variante wählt, ihr könnt damit nichts falsch machen. Ihr könnt nur die 1.3er euch kaufen und das ist eine Kindermatte, die bringt euch als Erwachsener gar nichts. Die ist einfach zu klein, damit es wie Papiersegel zu fliegen. Genau. Das ist alles. Ciao, ciao und bye.